Hallo ihr Querlinge, weiter geht's mit Jax in Elex 2 und Erkundung des Kraters, der Kraterstadt bzw. der Kraterwände, denn wir haben hier drinnen eine Quest am Laufen, die braucht noch ein bisschen. Wir haben einen Termin bei Viper arrangiert, der etwas mit dem Bombenanschlag auf das Elex-Silo im Depot zu tun hatte, im Alpdepot. Mit dabei ist auch Zarek, der ebenfalls in der Kraterstadt nach Hinweisen sucht. Ich nehme an, dass er nicht erfolgreich sein wird, weil er sich mit den Outdoors weniger gut auskennt als unser Jax. Aber wer weiß. Ja, dummerweise müssen wir bis zum nächsten Abend warten, wenn ich es richtig verstanden habe. Also nicht bis zu dem, den wir jetzt gerade haben. Ist das so? Ich soll am nächsten Tag wiederkommen. Also nicht an dem Tag, sondern am nächsten. Gut, dann nutzen wir den Tag jetzt hier für eine Erkundung. Da ist noch einiges offen. Und zwar laut meiner Karte geht's los mit diesem Wasserfall hier. Genau. Den gucken wir uns mal an. Mal schauen, wie weit wir hier ins Grüne hochkommen. Dann hier die Gegend, da waren wir schon mal questmäßig unterwegs mit Crony. Das scheint eine Höhle zu sein, wenn die Karte mich nicht komplett anlügt. Das ist also sehr interessant und am Ende ist das hier das Letzte, was noch gemacht werden muss. Aber schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Schon wieder nasse Füße. Und ein Stalker. Heult in die Nacht, die irgendwann heraufbricht. Hereinbricht, heraufzieht. Ich komme. Dämmert. Ihm jedenfalls dämmert gar nichts. Sonst würde er sich nicht so blöd im Kampf verhalten. Aber mir soll es nur recht sein. So, wir sind ja schon mal rumgelaufen, so grundsätzlich, aber den Wasserfall selber habe ich noch nicht näher untersucht. Laut Karte ist es am interessantesten vielleicht hier auf dem Felsen. Das ist genau der hier. Sind wir jetzt? Da geht's nicht weiter. Da rechts hoch. Ist da eine Höhle dahinter? Das ist ein Nein. Da ist überhaupt nichts dahinter. Das Falk dahinter. Okay, dann hier der Aufstieg ins Grüne. Keine Grauschen mehr. Wow. Ja, Markierung sitzt. Da oben ist sie. Mal gucken, ob wir überhaupt bis hinkommen oder ob uns der Frost vorher ereilt. Wenn es hier oben so eisekalt ist und das Wasser kommt da runtergeströmt, dann muss das Wasser Umgebung. Ja, auch schweinekalt sein. Also fließendes Wasser gefriert ja nicht so schnell, aber das muss ja wirklich eiskalt sein. Und da der Krater eine Mulde ist, müsste es im Krater auch unglaublich kalt sein. Ja. Genau aus diesem Grund. Da kommt dieses Tiefkühlwasser angeflossen. Von allen Seiten in den Krater rein, wärmt sich dort auf, indem es seine Temperatur, seine nicht vorhandene, an die Luft abgibt. Und die ist dann als schwere Luftschicht in dieser Mulde. Also das müsste schweinekalt sein im Krater, meiner Ansicht nach.
Ja, sind wir hier in diesem Grünen und stellen fest, da ist nichts, was uns irgendwie interessieren kann. Deswegen stürzen wir uns hier gleich in etwas tiefere Gefilde. Ja, da sehe ich entsprechend nichts, war ja klar. So, da unten waren wir mal, aber halt nur ein bisschen. Wow, ist das tief. Hier hatte uns Crony hingeführt wegen eines Umgebungsscans. Das war dann hier Caracas, ne, Arteris. Arteris war's. Besorgniserregender Ort. Warum? Ah, endlich mal eine Höhle. Rezeptkartoffelpfanne da gefunden. Ja, ihr kennt euch aus. Kock, kock, kock. Eine Morkon-Style-Truhe. Moderates Schlossknacken, das kriege ich hin. Lange nicht gemacht, aber ich bin Profi und sowas. Aha. Okay. Das war wohl nichts. Ja, okay, neuer Dietrich. Also es ist wohl so, 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 so und so. Ja. Ein kleiner blauer Stein, das hier ist sehr erfreulich. Trank des Scharfschützen, eine gewöhnliche Outlaw-Hose und eines dem Packung. Gleich schlucken den Trank. Attribute, Geschicklichkeit nunmehr auf 77. Aha, schön. Das war ein schöner Fund. Ein kleiner blauer Stein auch noch dabei. Und es geht in den Berg. Endlich mal. Na dann gehen wir in die Höhle. In die Mine. In den Berg. Wobei, hier habe ich sowieso nicht viel Platz. Dann nehmen wir lieber die Schrotze. Wenn hier irgendwas ist, wird es uns gleich ankrähen. Gucke ich mir dann gleich an. Da ist Sackgasse. Und hier auch. Okay, also keine Gefahr. Im Augenblick zumindest. Was haben wir hier? Oh, ein Kartenstück. Haha. Das nächste Kartenstück in der Mine hier ganz oben nördlich des Outlaw-Kraters. Es ist Kartenstück Nummer 11. Nebst starkem Heiltrank. Gut. So, wo kann man jetzt was abbauen? Erzmäßig? Es gibt doch bestimmt mindestens eine Stelle hier, ha? Huh? Wäre doch komisch, wenn nicht. Sage ich so. Und finde nichts. Ich komme schon. Nee. Doch hier. Erzader, Eisen. Mhm. Noch eine. Also wenn da noch eine war, dann ist sie echt gut getarnt gewesen. Und uns hat gar nichts angegriffen. Es ist eine Art Bergbausiedlung hier gewesen, offensichtlich. Von den Outlaws betrieben, aber... jetzt nicht mehr in Betrieb. Warum? Wissen wir nicht. Da ist der nächste Schacht.
Schrott, Schrott und Tresor. Wenn ich mit ihm durch bin, ebenfalls Schrott. Vier ist größer als 1, kleiner als 5, größer als 0. Tut. Ah ja. 5 größer als 1, kleiner als 7, größer als 8. 8, 7. Okay. 5 muss hinten sein. Sieben, größer als 1, kleiner als 9, größer als 5. Dann 6 und 7. Ja. Geht doch. Titanbecher, Elixit, Eisenerz. Unspektakulär. Und der Tresor kann jetzt in den Schrott. Das ist guter Edelstahl. Kleiner Elex-Trank für volle Erfahrung. Sehr gut. Komm schon, triff die Tür, Jax. Hallo? Die Tür. Okay, die Tür ist nicht ernst zu nehmen. Also, dass das noch nicht gefixt ist, nach Monaten, die Elex 2 draußen ist, das ist komisch. Das muss doch nicht nur mir auffallen, dass diese Tür nicht funktioniert. Komisch. Okay, ja, da unten, das kommt gleich. Das ist gerade viel interessanter. Geht's hier rein? Ja, geht es. Erstmal gucken, dass hier nichts kräht. Das geht tief rein. Die Lampen haben sie von den Klerikern geklaut, oder? Wobei, die Klerikerlampen haben diese senkrechten Stäbe nicht, glaube ich. Es ist groß. Voller Erz. Aber es gibt hier keine Viecher, die sich eingegraben haben. Nö. Ich habe kein Abzeug übersehen. Nö. Gut. Dann können wir hier mal ein bisschen plündern. Also, wo gibt es hier Erzadern? Hier. Ey, die siehst du nur, wenn du dran vorbeigehst und der Titel aufploppt. Ansonsten ist die völlig unsichtbar. Sagen, Falk, geh aus dem Weg, ey. Brocken von Erz. Alles Eisen. Warum hier jetzt keiner mehr ist, ist unklar. Gold dabei plötzlich. Oh, noch einer. Aha. Gut. Soweit dazu. Das ist also jetzt hier dieser oberste Bergpfad.
Wir können mal da hier auf diesen Gipfel jetten. Auf diesen Felsen vielmehr. Das ist der hier oben. Wollst du was? Nicht so. Nicht so. Aber immerhin, hier oben krabbelt's. Hier können wir uns auch umschauen. Selbst noch im Schnee, so kalt ist es hier nicht. Ja, doch. Na gut, der ist immer sofort tot. Das ist ja doof. Aber wir können ja mal einen... Lass mich überlegen. Wir machen mal ein bisschen was hier. Also wir nehmen einmal einen anderen Modifikator. Und zwar einen, der uns Kälte resistiert. Den da. So, dann nehmen wir hier mal einen Chili con Carne. Gibt Resistenz Frost, genau. Ah. Ein Verseuchter. Also hier oben ist wirklich richtig kalt. Das geht nicht lange gut. Ja, ist ja gut. Wärm dich auf. Mensch. Ist das denn so schlimm? Alles Mögliche getan. Aber wir sehen... Na gut, da hinten ist so eine blöde Fliege. Ei, ist das kalt. Diese Libellöse da hinten. Habe ich jetzt mal angelockt. Und abgelockt. Jetzt logge ich sie wieder an. Komm schon. Hey. Ich meine das ernst. Dieses Viehzeug. So, komm noch mal hier ein. Okay. Meine Güte. Es ist alles zu kalt. Nimm dir wieder einen anderen Modifikator, welchen auch immer ich vorher am Kragen hatte. Wahrscheinlich Gesundheit, nehme ich an. Ja, vermutlich. Hier liegt irgendwo meine abgeschossene Felslibelle. Da unten. Gut. Eine Felslibelle hat Krallen dabei. Da möchte man nicht näher drüber nachdenken eigentlich. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir auf dem Weg zu diesem anderen. Na, okay, das passt. Das ist der Weg da unten. Da war ein Urtier hier hinten. Und da ist auch die versprochene Höhle. Ist es die? Ach, wieder ein Urtier. Aber diesmal nehme ich alles mit.
Oh. Trank des Scharfschützen. Mach doch nicht immer so einen Stress. Nochmal Geschicklichkeit plus 1. Ich kümmere mich doch gleich um dich. Da drüben. Oh nein, komm, bitte nicht das. Wo bist du? Da oben. Ach, in die Felswand kannst du dich nicht reinbuddeln. Ach, ja, der Mist ist völlig verpackt jetzt. Was genau ist hier? Ich heb ja auch ab. Weg. Lass nach. Halt, halt durch. Schnauze, Urtier. So. Wo ist die Felszecke? Da hinten. Riskanter Aufenthalt an diesem Ort. Die fliegt. Ich greife an. Will ich hoffen. Wie dieses Viehzeug kasse. So. Hier ist ja Rambazamba. Warum? Weiß ich noch nicht. Oh, da ist irgendwo der Gockel ohne Federn gewesen. Ach, den hatte ich zuerst. Das Umutter war noch übrig. Na gut. Beschädigter Raketenwerfer. Okay. Alles klar. Was können wir hier machen? Ist das... Ach doch, das ist die Höhle auf der Karte, meiner Ansicht nach. Da drüben ist eine weitere Hütte der Outlaws gewesen. Von wegen... Dieser Grottenvogel kennt keinen Schmerz. Bauplan für Kanonenmunition. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, aber da ist eine weitere Ausfertigung. Dieser Rezeptur, dieses Bauplans und hier ist gut gekühltes Bier. Und da können wir vielleicht rein. Mal gucken. Erstmal will ich hier schauen, ob wir noch irgendwas... finden. Ich muss weitermachen. Mache ich auch schon. Was irgendwie noch wichtig zu wissen wäre, bevor ich da reinlaufe. Leicht. Okay, dunkles Elex, Mana-Trank, Beständigkeitsmodifikator und eine beschädigte Armbrust. Ist okay für eine kleine Truhe. Aber es ist nichts dabei, was jetzt irgendwas ändern würde. So, da oben gucken wir uns das gleich alles an. Gab es hier hinten irgendwie außer diesem Kraut noch eine Art Erzader? Das sieht auf den ersten und zweiten Blick nicht so aus. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es hier vorhin zwei Felsdrachen waren, aber irgendwie haben wir jetzt nur einen. Es könnte noch einen geben, der hier irgendwie uns dann anspringt. Na gut. Der wird keinen Erfolg haben. Das Wasser aus irgendwelchen Ritzen gequollen. Das ist Erz.
Gibt keine Gegner hier drin? Schön. So, Bremsraketen nehme ich gern. Alte Lampe, naja, kleiner Heiltrank, gute Zigarette. Also nur eine kleine Erzhöhle. Also in der anderen Höhle, die unbewacht war, haben wir ein Kartenstück entdeckt. Hier, wo das Urtier war und einiges mehr an Gesocks. Da ist nichts gewesen. Also zumindest nicht, dass ich jetzt das irgendwie gesehen hätte. Irgendwas von fundamentaler Bedeutung. Okay, wohin jetzt? Jetzt sind wir da. Ich würde mal den Felsen hier abklappern wollen und dann nochmal dahin, damit wir das ganze Areal abstreichen können. Hallo. Es macht Spaß, ich gebe es zu. Man muss nur aufpassen, dass man nicht nur noch eine Patrone im Lauf hat. Weil man muss ja zweimal schießen im Nahkampf gegen den Ripper. So. Ja, hier auf diesem leicht begrünten Felsen, da ist wohl nicht so wirklich viel. Oh, da unten ist noch einer. Wir müssen die Wege nochmal gehen, weil da bin ich ja damals nur so lang gehastet. Der Felsen, das wäre einer. Ach, das ist der, wo wir vorhin waren, richtig. Dann gehen wir das nochmal hier unten. Da ich nicht mehr weiß, wie gut ich das damals alles schon abgelaufen bin, wahrscheinlich gar nicht. Siehe Knoblauch. Hier oben war das Ziel dieses Caracas-Scans. Das war so eine Abhörstation der Skyends. Und hier müsste ich alles eingesteckt haben. Aber hier, siehe da, Erz übersehen. So, zeitmäßig kommen wir gut voran. Wir können dann noch ein bisschen die Quest gleich noch machen. Es war eine Verschwendung von Tageslicht, weil ich bis zum nächsten Morgen schlafen muss, aber es sei. Ich will keine reine Erkundungsepisode machen. Ich glaube, die ganze Ecke hier war nicht uninteressant. Ach, der nächste bitte. Ich wusste schon, warum ich bei Wiki Schrotpatronen gekauft habe. Das muss man jeden Tag machen, wenn man bei Wiki ist. Die lohnen sich. Hier geht's nach oben. Da oben war das Urtier. Hier ist nichts mehr. Nö. Das hatte ich alles schon mitgenommen. Yep. Au. So, ja, das können wir uns nochmal anschauen hier, aber nur der Vollständigkeit halber. Ja. Das haben wir alles. Okay. Also, Memo an mich selbst,
dieser ganze Bereich hier, der ist gar nicht so groß, aber der war zerklüftet. Und es gab mehrere Höhlen, 3 Stück. Das kann ich mir abstreichen. Es wird noch fehlen das da und das Haus. Aber ich denke, wir werden jetzt hier die Erkundung 1-2 abbrechen. Und stattdessen mal auf den nächsten Tag warten und schauen, was Mick zu sagen hat bezüglich Viper. Und was Viper eigentlich für ein Motiv hat, irgendwelche Bomben bei den Alps zu legen. Oh, nicht schon wieder, ey. Na dann. Wo können wir schlafen am besten? In irgendeiner verratzten Hütte, hm? Da im überfluteten Teil der Stadt. Also hier. Das ist Baxters Bude. Hi, Stöpsel. Ah. Jetzt nicht. Wo steht ein Bett? Ah, ich hätte es mir mal markieren sollen, ne? Das Haus ist groß, da gibt es bestimmt ein Bett drin. Ja, das ist kein Satz. Ich war ja schon mal hier drin. Ach Mensch, Leute. Ah, der macht Krach, hier kann ich nicht schlafen. Der schifft hier rein, der will ich nicht schlafen. Gebt mir ein Bett. Auch noch Matratzen. Leute! Ich schlafe gleich in Baxters Bett. Ist mir egal. Na dann. Also, bis zum nächsten Morgen schlafen, auch wenn noch genug Tageszeit wäre, um irgendwas zu tun. Aber, ihr wisst Bescheid, an diesem Ingame-Tag sollen wir mit Mick sprechen. Was zum Teufel? Er sprach zwar meiner Erinnerung nach vom Abend dieses Tages, was nicht so cool wäre, aber naja. Lass mal schauen. So, wo ist denn der? Hi, Mick. Steht das Treffen mit Viper? Deine innere Uhr funktioniert nicht richtig. Du bist zu früh. Ich hab's geahnt. Er sprach vom Abend. Ich könnte jetzt wieder weiter Oh, das macht mich jetzt mal hier fertig. Er sprach vom Abend, aber ja, das ist genau so, wie ich dachte. Deswegen, ich suche mir jetzt mal noch irgendwo eine Stelle, wo ich nochmal Jax aufs Ohr hauen kann, sodass es wehtut. Und dann bin ich wieder hier am Abend dieses jetzigen Ingame-Tages und dann reden wir mit Mick. Wer nichts macht, so. Macht nichts falsch. Deutlicher sage ich das nicht. Steht das Treffen mit Viper? Ja, ich hoffe, du weißt, auf wen du dich eingelassen hast. Kein Stück. Trotzdem ist es noch zu hell. Viper mag kein Tageslicht.
Schlage vor, wir warten auf den Abend, kippen uns ein und wünschen uns gegenseitig Glück. Einverstanden. Na bitte, locker gefällst du mir besser. Du hast einen ordentlichen Zug drauf. Klassischer Bleimagen, was? Aber es ist Zeit. Brechen wir auf. So ein komischer Vogel wie du ist mir nur selten untergekommen. Ein Leichensack ist gesprächiger als du. Solche Kerle. Aber wir haben alle unsere Probleme. Irgendetwas sagt mir, dass ich deinen nicht schultern möchte. Wie weit ist es? Nicht der Rede wert. Gleich da. Große Männer, große Probleme, Mick. Merkt ihr das? Oh, die Hütte, in der ich gepennt habe. Wir sind da. Da drüben steht einer von Vipers Handlangern. Sein Boss ist also in der Nähe. Ich würde ja mitkommen, aber... Ich erledige das schon. Geh nach Hause. Werde ich. Dir viel Erfolg. Triff dich mit Viper. Da drüben steht einer seiner Handlanger. Das bist nicht du. Was meint er mit da drüben? Du? Wir reden später. Nein. Was heißt denn hier da drüben? Du kannst wieder hier nicht mitten im Nirgendwo stehen, dass die Kamera dreimal um dich selbst sehen und sagen, da drüben steht einer. Hallo? Ah, der da vielleicht. Ah, hoher Besuch. Viper wartet schon. Wo? Da bist du ja. Komm mit rein. Nur keine Scheu, tritt näher. Hi. Du bist also der Zweite im Bunde. Der Zweite? Vor dir war ein Alp hier, hat sich als Zarik vorgestellt. Wie bitte? Unangenehmer Zeitgenosse, eine Spur zu neugierig. Was hast du mit ihm gemacht? Dem geht's gut. Du hast einen falschen Eindruck von mir, aber ich mache dir keinen Vorwurf. Immerhin strahlt diese Absteige nicht gerade Vertrauen aus. Komm zum Punkt. Umgehend, einen Augenblick. Ich brauche euch nicht mehr, wartet draußen. Geht klar, Boss. Weißt du, normalerweise habe ich an allem meinen Anteil. Waren, Dienstleistungen suchst dir aus. Aber seit ich versuche zu expandieren, sinkt die Zahl meiner Geschäftspartner. Dabei fing alles so vielversprechend an. Doch ich greife vor. Sortieren wir die Dinge etwas. Du bist, ebenso wie dein bleicher Partner, wegen Skibor hier. Oder sagen wir Ex-Partner. Die Ratte ist sofort zum Depot aufgebrochen, nachdem ich sie mit ein paar Lügen gefüttert habe. Ein Jammer. Der eine lässt dich im Stich, der andere fliegt in die Luft. Du weißt davon? Natürlich. Und ich muss mich bei dir bedanken. Wärst du nicht gewesen, hätte der Idiot Hauler alles zunichte gemacht. Falls du dich nicht mehr erinnerst, er wollte dich und Skibor um ein paar Splitter erleichtern. Gut, dass du dich nicht auf sein Spiel eingelassen hast. Skibor hätte sein Ziel nicht erreicht. Mhm. Das hier ist die Frage, die mich am meisten beschäftigt. Wo hatte Skibor die Bombe versteckt? Da, wo sie niemand sehen konnte. Aber der Reihe nach. Als Skibor seinerzeit in den Krater kam, wirkte er nicht anders als der restliche Abschaum. Durchschnittlicher Typ mit durchschnittlichem Äußeren. Und ausgerechnet dieser Niemand kaufte mit unablässiger Beharrlichkeit Elex. Da musste was faul sein. Zwei Dinge wollte ich wissen.
Woher hatte er die Splitter, um es zu bezahlen? Und warum habe ich es ihn nie konsumieren sehen? Denn vom restlichen Angebot hat er reichlich Gebrauch gemacht. Für ihn war alles ein Rausch. Egal, ob Alkohol oder Frauen, der Kerl hatte seine Emotionen nicht im Griff. Verraten wollte er mir nichts, also habe ich ihn mit Stims vollgepumpt. Was er mir dann gezwitschert hat, konnte ich erst gar nicht glauben. Ein Agent der Alps, getarnt als Mensch, raffiniert. Und dann reifte eine Idee in meinem Kopf. Für ihre Umsetzung brauchte ich nur eine Bombe. Eine menschliche Bombe. Der Anschlag auf die Alps war also alleine deine Idee. Natürlich. Das Feuerwerk sollte meine Eintrittskarte nach ganz oben werden. Ist nur nichts draus geworden, wie du unschwer feststellen kannst. Ich habe den Plan nicht verstanden. Was wolltest du denn in die Luft jagen? Oder war es missgeschickt, dass Skibor aufging? Wie konntest du Skibor zur Bombe machen? Kleinigkeit. Ihn zu betäuben war eine meiner leichtesten Übungen. Danach musste ich ihn nur noch aufschneiden und verdrahten. Schon war er reisefertig. Und dank eines selbstgemixten Stim-Cocktails hatte er außer ein paar Magenschmerzen keine Nebenwirkungen. Alps sind verdammt zäh. Das gilt auch für einen Alp auf Sparflamme. Aha, also doch Bombe drinnen. Und du hattest keine Bedenken, dass er was merkt? Nein, die Dosis meiner Stim-Präparate war hoch genug. Der konnte sich an nichts erinnern. Ein Gehirn ist programmierbar wie eine Maschine. Man muss nur wissen, wie. Trotzdem lief nicht alles nach Plan. Ich habe ihn mit der doppelten Menge Elex ausgestattet und war überzeugt, er würde den Stoff umgehend bei seinem Auftraggeber abliefern. Nur hat sich der Scheißkerl nicht von der Stelle bewegt. Konnte den Hals nicht voll genug kriegen. Dumm nur, dass ich nichts mehr hatte. Und jetzt stell dir die Situation vor. Der leiseste Furz reicht aus und du wirst zusammen mit ihm aus dem Krater katapultiert. Auch wenn der Zünder nur auf eine hohe Elex-Konzentration reagieren sollte, konnte ich mir nicht sicher sein. Und weder Baxter noch Hector hätten es lustig gefunden, wenn man ihnen die Hütten unterm Arsch abreißt. Glücklicherweise kamst du und hast mir die Sorge abgenommen. Dafür, dass du fast einen Krieg provoziert hast, wirkst du reichlich gelassen. Jeder weiß, dass nicht wir, sondern das lila Gemüse die volle Aufmerksamkeit der Alps genießt. Außerdem sollten die Kleriker als Prügelknaben herhalten. Dafür musste ich nichts weiter tun, als Skibo auf sie anzusetzen. Ihr Metall gegen Elex, das war der Deal. Er wusste ja nicht, dass er damit seine Beerdigung einleiten würde. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen? Du warst unvorsichtig. Richtig, das passiert mir kein zweites Mal. Wenn ich dir vorschlage, für mich zu arbeiten, was sagst du dann? Ich habe noch nicht verstanden, was dein Motiv war. Du wolltest, dass Gibor dort ins Depot läuft und an einem Elex-Silo macht's bumm. Und dann? Willst du jetzt, also die Alps kaufen Elex? Du willst es ihnen wegsprengen, damit der Preis für neues Elex, das du ihnen verkaufen willst, steigt. Aber der Typ, der von dir das Elex als Mittelsmann abgekauft hat, den sprengst du in die Luft. Ich verstehe das nicht. Also dein Motiv ist mir echt eine... Es ist eine Nebelbank in einem Kratersee. Was springt für mich dabei heraus? Ha, du ziehst es tatsächlich in Betracht? Leider bin ich mir nicht sicher, wie es um deine Loyalität bestellt ist. Pech für dich. Ich kann einfach niemanden gebrauchen, der mehr weiß als ich. Und was du weißt, reicht aus, um mich zur Zielscheibe zu machen. Du hättest deine Leute nicht rausschicken sollen. Das war ein Fehler. Fehler? Das war meine volle Absicht.
Je weniger sie wissen, umso besser. Aber da du sie ja so vermisst, pfeife ich sie wieder herein. Grüß Gibor von mir. Verdammt, was war das? Jetzt geht's rund! Uiuiuiui. Okay, Tarik ist zur Stelle. Fantastisch. Hat er dich erwischt? Wo kommst du denn her? Du hast doch nicht gedacht, ich lasse dich im Stich. Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich hatte einiges wieder gut zu machen. Verschwinden wir, bevor uns die Neugier der Leute in Schwierigkeiten bringt. Ich hatte das zweifelhafte Glück, den Kerl vor dir ausfindig zu machen. Er hat mir gleich misstraut und war im Vorteil. Also musste ich Maßnahmen ergreifen. Du meinst, du hast dich dumm gestellt? Ich muss sehr überzeugend gewesen sein. Seine Handlanger haben mich nicht verfolgt. Gut, dass du sie aus dem Spiel genommen hast. Ich war mir nicht sicher, ob du mit allen fertig wirst. Warum also ein Risiko eingehen? Tragen wir die Ergebnisse ein letztes Mal zusammen. Da vorne haben wir unsere Ruhe. Weiter geht's. Erklär du mir mal, was dein Motiv war. Ich blick's nicht. Wo haben wir unsere Ruhe? Da vorne? Wo ist denn hier vorne? Gegenüber von hinten, ne? Du willst rauslaufen oder in den überfluteten Teil? Dann mal heraus damit. Was hast du erfahren? Skibur trifft nur eine Teilschuld. Das Elex ist ihm zum Verhängnis geworden. Wie das? Sein Konsum war doch auf ein Minimum beschränkt. Er sollte es für jemanden besorgen. Der Outlaw hat das ausgenutzt und ihn zur Bombe umfunktioniert. Verflucht! Weißt du, was das bedeutet? Es ist noch nicht zu Ende. Wovon redest du? Pass auf! Elexitor Azog hatte schon länger den Verdacht, dass Commander Irissa mehr Elex konsumiert, als für sie bestimmt war. Es war meine Aufgabe herauszufinden, ob seine Theorie der Wahrheit entsprach. Erinnerst du dich noch an unser Treffen bei den Kollektoren? Dort habe ich nach ihrem Mittelsmann gesucht. Ich konnte nicht ahnen, dass Skibor diese Rolle übernommen hat. Der Commander ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Konflikt so große Kreise zieht. Aber es ist schon bezeichnend, dass alles zu seinem Ursprung zurückkehrt. Das nennt man Schicksal. Ich würde gerne mit euch philosophieren, aber die Zeit drängt. Commander Irissa muss konfrontiert werden. Wo ist das Problem? Soll sie doch so viel Elex konsumieren, wie sie will? Du hast gesehen, wozu das führt. Ein toter Agent, ein zerstörtes Elex-Silo. Soll ich weitermachen? Schon gut. Was jetzt? Ich kenne die Gründe für Irissas Verhalten nicht, aber ich habe gelernt, dass es besser ist, sie zu erfahren, bevor man ein Urteil fällt. Nur bin ich nicht mehr der Richtige für diese Angelegenheit. Du hast mir bewiesen, was es heißt, effizient zu sein. Was es bedeutet, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht ins Depot zurückkehren und weitermachen wie bisher. Ich will verstehen, wie die Welt funktioniert. Dafür muss ich der Direktive den Rücken zukehren. Ich muss die Alps verlassen. Nimm Azor! Azor! Das wird Azog nicht gefallen. Unwichtig. Das Ergebnis, das du ihm vortragen wirst, wiegt meinen Verlust auf. Was hast du jetzt vor? Ich werde tun, was auch du getan hast. Für eine Weile ins Exil verschwinden. Wenn du mir aber einen letzten Gefallen erweisen willst, sei nachsichtig mit Commander Irissa. Ich weiß, ihr versteht euch nicht, aber wir haben ihr viel Gutes zu verdanken. Ich denke darüber nach. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wer weiß, vielleicht schaffst du es sogar, ihr die Augen zu öffnen. Da ich vom Abschiednehmen nicht viel verstehe, versuche ich es gar nicht erst.
Schon gut. Pass auf dich auf, Zarek. Werde ich. Aber geh jetzt. Das Depot wartet. Ach und Jax. Ja? Danke. Mhm. Du hast auch nicht dir zusammenreimen können, warum diese Trantüte, warum die den Elexilo in die Luft gejagt hat. Ich habe nur das konstruierte Motiv. Nimm dem. Oh, hallo, Truhe. Schön, dass ich hier noch nicht gewesen bin. Das ist aber auch nicht weiter relevant. Nimm dem, der Elex sammelt, Elex weg. Dann kannst du es ihm für einen größeren Preis wieder neu verkaufen. Also, treibe den Preis für Elex in die Höhe. Das ist das einzige Motiv, was ich sehe. Was nicht dazu passt, ist die Tatsache, dass Viper sagte, er hatte keins mehr. Er muss sich sicher gewesen sein, dass er Neues bekommt, damit er überhaupt Gewinn machen kann, wenn er das bereits an seinen Kunden verkaufte Elex dann zerstört. Vielleicht gibt uns ja noch das Quest noch ein bisschen mehr hier Aufschluss. Wahrscheinlich nicht, aber... Ich konnte herausfinden, dass Gibor bei den Klerikern Metall gestohlen hat. Zarek hält es für möglich, dass Gibor damit zu den Outlaws aufgebrochen ist und sie beauftragt hat, die Bombe zu bauen. Na, was haben wir gemacht? Das passt irgendwie alles nicht. Kartenstück 11, ja, schön und gut. Audiologs auch schön und gut. Viper denkt, ich werde die Hintergründe des Anschlags auf die Alps mit ins Grab nehmen. Er irrt. Mir ist das alles nicht klar. Na gut. Wie dem auch sei. Ich denke, wir machen das mit der Irissa im nächsten Teil als Questteil der nächsten Episode, denn wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch ein bisschen erkunden. Irissa ist ja sicher, dass sie nichts, dass niemand etwas weiß über ihren übermäßigen Elex-Konsum. Insofern können wir dort auch erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Zarek macht sich woanders hin auf. Mal gucken, ob wir den nochmal irgendwo treffen. Weil Jax Stil hat, wird er jetzt hier in Vipers Boot schlafen. Völlig ungewöhnlich. Oh, ah ja, stimmt. Da war ja auch noch einer. Ah, Zarek hat ganze Arbeit geleistet. Respekt. So. Dann schlafen wir bis zum nächsten Morgen, bis es wieder hell wird. Denn dann machen wir den Erkundungsrundgang um den Kratersee hier perfekt. So, so. Den letzten beiden Flanken, Wasserfällen und einer Ruine. Und danach geht's ins Depot und das alles im nächsten Teil. Bis dahin!